Wir sind bereits im 2022, doch wir möchten euch noch ein letztes Update geben für das 2021. Ende Oktober haben wir unsere 12-wöchige DBS-Unterrichtsphase beendet und das bedeutet, dass unsere Schüler die Bibel studiert und durchgelesen haben und somit abgeschlossen. Einer der Höhepunkte sind immer die Abschlusspräsentationen der Studenten. Die Schülerinnen und Schüler erzählen Gottes Geschichte für die Menschheit und präsentieren auf ihre eigene Art, als würden sie zu jemandem das Evangelium erzählen, das noch nie von Jesus gehört hat. Nachher ist der Moment gekommen, wo wir das erste DBS-Einsatzteam dürfen aussenden nach Huasteca. Das ist ein mexikanischer Bundesstaat in San Luis Potosí. Der Brent und ich waren nicht die ganzen 4 Wochen dort, aber ich habe einen Teil für 6- bis 8-stündige Reise übernommen und habe das Team in den ersten 14 Tagen unterstützt. Der Brent hingegen hat das Team Ende Einsatz besucht und uns hat es beiden mega gefallen. Besonders stolz waren wir auf die Studenten, weil wir einfach gesehen haben, wie sie sich investiert haben in die Leute vor Ort, in die Gemeinden. Einheimische, die lange nichts mit der Kirche am Hut hatten, haben sich wieder aber interessieren für den Glauben und sind wieder in Gottesdienst. Der Brent ist eingeladen worden von Freunden, die Bücher von den Königen und Chroniken ihre DBS in IMED Lancaster zu unterrichten. Die meisten Studenten haben gesagt, sie hätten also sehr schwierige Wochen erwartet. Schwer zum Fokussieren und Konzentrieren, weil es so schwere Bücher sind. Doch zu ihrer Überraschung war die Woche extrem interessant und Jesus hat wirklich zu ihnen durch den Brent geredet. Am 13. und 14. November haben wir als IMEM eine Konferenz zum Thema biblische Sexualität, Identität und sexuelle Reinheit für Teenager und junge Erwachsene durchgeführt. An jedem Tag haben über 100 junge Leute teilgenommen. Wir glauben wirklich, dass Gott Heilung und Freisetzung in dieser Zeit gebracht hat. Der Brent und ich haben auch Gelegenheit gehabt, persönliche Zeugnisse zu erzählen über Pornografie und sexuelle Reinheit. Mehrere Leute sind auf uns zugekommen nach dem und haben uns gedankt für unser Erzählen, weil es ihnen Hoffnung gegeben hat. Das Thema wird nicht aufgegriffen in den Kirchen vor Ort leider in Mexiko. Darum suchen wir auch nach weiteren Möglichkeiten, mehr Konferenzen wie die zu veranstalten. Weil wir glauben, es ist ganz wichtig, über die Sexualität zu reden. Der Brent hat weiterhin Bibelstudium mit dem Lupe durchgeführt. Momentan lesen sie das Lukas-Evangelium. Wir sehen, wie der Lupe versucht, das Gelernte in sein Leben umzusetzen. Einmal hat er Brent erzählt, wie er eine Möglichkeit hatte, sein nächstes Leben. Er hat einen Mann gesehen, zitternd, verkehrt auf der Straße und hat gespürt, dass irgendetwas ihm sagt, er soll dem Mann seinen Mantel geben. Und so hat er es auch gemacht. Auch wenn der Lupe selber Jesus noch nicht als seinen persönlichen Herr und Retter gemacht hat, sehen wir und wissen wir, dass das Bibellesen ihm nach und nach auch das Herz öffnet. Wir wissen, dass das Wort Gottes lebendig und aktiv ist und dass der Heilige Geist schon in seinem Leben wird Veränderung bringen. Bitte betet weiterhin mit uns und für eine Lupe, dass er wirklich Jesus in sein Leben nehmen darf. Am 6. Dezember haben unsere Schüler DBS Abschluss gefeiert. Trotz allen Herausforderungen und Hindernissen haben die Schüler eine unglaublich positive Einstellung gehabt und sind immer flexibel gewesen. Besonders wenn es darum gegangen ist, auf dem Einsatz Menschen zu dienen. Wir haben gesehen, wie sie immer 100% gegeben haben. Und wir sind unglaublich stolz auf sie und wissen, dass Gott wirklich die letzten 5 Monate für die DBS wird brauchen und hat gebraucht als Vorbereitung, für das unsere Studenten Salz und Licht dürfen sein, wo immer Gott sie wird heranrufen. Während der Schule haben wir auch Gottes Treue gesehen, weil wir nie erkrankt sind, trotz der Pandemie, und nie haben müssen unseren Unterricht ausfallen. Da sind wir unglaublich dankbar dafür. Anfang Dezember sind die Brent und ich in Thun angekommen, um die Weihnachtsferien zu geniessen hier. In diesen Wochen haben wir viel Zeit mit Familie und Freunden verbracht. Wir haben am Musical Shine Your Light für B+ teilgenommen und sind etwa die auf Snowboard und Ski. Mitte Januar werden wir zurück nach Mexiko gehen, um auf der Base weiterzufahren und dort vor Ort zu dienen. Freunde von uns haben uns gefragt, ob wir den nächsten Alpha-Ehekurs leiten werden. Auf das freuen wir uns. Im letzten Kurs hatte es 15 Ehepaare gehabt. Ganz viele von diesen Paaren waren gar noch nicht Christen oder neu bekehrte Christen. Danke vielmals für alle eure Unterstützung. Hier, Renata. Tschüss. Tschüss.